Hallo und willkommen, das hier ist Far Cry 5 mit mir, dem Toni. Schön, dass ihr da seid. Zweite Aufnahmesession. Ich werde angemeldet in Far Cry 5 Uplay. Und dann geht's auch schon los. Dann starten wir in unser Abenteuer. Okay, wir setzen das Spiel fort. Und dann geht's auch schon los. Und die gerenderten Szenen sehen wirklich sehr schön aus. Es kommen auch hier immer interessante Weisheiten. Etwas kommt auf uns zu, ihr spürt es, oder? So der Vater wieder. Also bin mal gespannt, was da uns erwartet. Und ich denke, wir werden heute eine Menge Progress machen. Ich habe schon angekündigt, dass die Aufnahmen länger gehen. Immer so eine Stunde in etwa. Ne, wenn wir jetzt mal auf der Map gucken, wo wir sind, dann sind wir gar nicht mehr so weit weg von unserem Ziel. Das ist da unten. Ja. False End ist unser nächstes Ziel, wo wir hin müssen. Genau, und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Ich denke, es ist sicherer, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Es sind hier ein paar Dörfer, die können wir alle übernehmen. Und auf die Art machen wir auch in anderer Weise nochmal ein bisschen Fortschritt im Spiel. Los geht's! Wir müssen aufpassen vor bei NPCs. Oh. Wir sind hier auf 12 Uhr. Du Drecksvieh, das hat mich jetzt... Es kommt jetzt vor wie übelst der Tierquäler. Aber der hat mich angegriffen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich zuerst töten, ohne den Einsatz von Munition, aber ich habe da keine andere Wahl. Hätte das Tier töten müssen. Warte mal. Ja, ich bin der Jäger hier. Servus. Oh, da unten sind möglicherweise Feinde. Ich muss auch etwas, ich muss auch etwas farmen. Okay. Was ist jetzt passiert? Du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Schließe weitere Herausforderungen ab, um mehr Vorteilspunkte zu erhalten und neue Vorteile freizuschalten. Das ist also jetzt eine interessante Sache, weil wir wollen ja ein Holster. Das heißt, genau diese Herausforderungen müssen wir freischalten, um weiterzukommen. Das ist also jetzt auch mal eine interessante Erkenntnis. Töte Pumas. Häutete Pumas. Also, ihr seht, was da noch alles kommt, ja. Das fängt bei den Hasen an und endet wahrscheinlich beim Grizzly Bear hier. Sehr interessant. Vorteilspunkt erhalten. Das ist sehr gut. Jetzt drücken wir mal Q. Ich hoffe, dass wir uns jetzt erstmal eine schöne zweite Tasche kreieren können. Da ein Holster. Brauchen wir 8 Punkte. Das will ich auf jeden Fall als nächstes. Okay, ich habe Zivilisten gerettet, habe nochmal 2 Vorteilspunkte bekommen. Situation ist mega eskaliert jetzt gerade, also wir müssen die jetzt erstmal plündern. Oh, ein Laster. Das ist nochmal ein Feind drin. Soweit wie es geht erstmal alles plündern. Okay, wir sind da, alles in Ordnung, alles okay. Reden, Konflikt. Ich bin am Aussichtsturm einem Kerl begegnet, der meinte, er sei auf einer patriotischen Rundreise durch Amerika. Die Sekte schien ihm scheißegal zu sein, aber wenn er nicht aufpasst, werden sie ihn schnappen. Pass mir mit den Peggys gut auf. Das ist ja mal interessant, ne? Der bereist hier den Ort und dem ist es absolut egal, ob da jetzt welche Leute sind. Wir können das jetzt annehmen, ja, ihr seht, das, wenn man sich hier durchschlägt, dann kommen so viele Quests. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das jetzt annehmen soll, weil das wird alles zu lange dauern, ne? Ich will das ja auch möglichst kurz halten. Was haben wir denn da? Oh nein. Okay, ich muss mein großes Gewehr jetzt auspacken.
Möglicherweise wird die Situation eskalieren. Aber wir sind jetzt hier mitten im... Okay, da haben wir einen Feind gesichtet. Schlagen wir uns einfach mal durch. Ich muss ja Tiere heute noch, also das wird auch noch kommen. Ging ja schon in Far Cry 4. Das 3 habe ich ja nicht gespielt, also kann ich jetzt da gar keine Aussage treffen. Was ist das denn? Hier ist es alles die gleiche Sorte. Und ihr seht, da vorne wird offenbar ein Flammenwerfer eingesetzt, ne? Also gehen wir da doch mal hin. Sieht sehr interessant aus. Wieso kann ich ihn nur plündern? Ich will den eigentlich häuten. Okay. Okay, okay. Gehäutetes Gans. Achso, wenn ich sie plündere, dann häute ich die automatisch. Das war in Far Cry 4 ein bisschen anders. Das ist eine Kuh. Problem ist, wenn ich jetzt die... Ah, scheiße. Oh, fuck. Ich habe jetzt keinen Bock, den Konvoi anzugreifen. Kommt auf mich zu. Ach, fick doch die Hände. Ah, jetzt ist das Vieh tot. Nee, weil ich muss ja die Herausforderung machen. Deswegen... Bitte, lasst mich. Okay, so. Ja, es tut mir leid. Ich habe auch die Videos mit einer Altersbeschränkung versehen. Ich will da schon ein bisschen Vorbild sein. Ich könnte auch sagen, ist mir alles scheißegal, das kontrolliert eh kein Mensch. Aber ich mache das, weil ich das für notwendig halte, dass es ein Spiel, das ab 18 ist. Entsprechend werde ich mich daran halten. Ja, ich bin ja... Also ich will nicht so sein wie andere YouTuber. Sondern will da schon ein bisschen besseres Vorbild sein. Jetzt mal gucken, was haben wir denn da oben? Alter, das ist ja so ein ganzes... Ich hoffe, dass hier keine Feinde sind. Würde mich jetzt nicht überraschen. Aber es sieht mal so aus, als wäre das alles stabil. Sieht doch gut aus. Gut. So, wir müssen ja eigentlich von hier irgendwie hochkommen. Ist das ein Wildschwein? Ach, komm her. Vergiss es. Den kriegt er eh nie im Leben. Das kann man knicken. Okay, es fallen jetzt Schüsse. Ich habe doch so einen Haken, ne? Den kann ich jetzt hier aber leider nicht benutzen, oder? Ja. Muss mal gucken, was ich im Rucksack habe. Haken, wo ist der denn? Es kann sein, dass ich den erst später bekomme oder craften muss. Das kann alles sein. König der Fischer. Okay, also haben wir so ein bisschen was, was wir sehen. Schweißbrenner, das ist alles sehr interessant. Ein Fallschirm und dann mal den Kletterhaken. Der kostet jetzt 1 und wir brauchen den, glaube ich. Also ich würde sagen, das müssen wir halt investieren, das Geld. Fertig. So, den haben wir also schon mal.
So. So, jetzt mal gucken, wo ist der denn jetzt ausgerüstet? Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ist der denn jetzt? Wie benutze ich den? Wahrscheinlich ist das irgendeine Short-Taste. Das heißt, ich muss jetzt nochmal ganz kurz in der Steuerung nachschauen. Tastatur und Maus. Ich spiele nach wie vor hier mit Tastatur und mit Maus. So, interagieren. Könnte ja auch mit E eigentlich funktionieren, ne? Werfen. Buch, Inventar, Karte. Rucksack alt. Angel, Schweißbrenner. Eigentlich müsste es sowas hier sein, der Art, ne? Wahr sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier den Angelhaken, den Kletterhaken benutze. Weil ich brauche den ja hier, damit ich hier hochkomme, bin ich mir sicher. Komm hoch. Alter, was haben die denn für ein Problem? Töt den. Sogar zwei von dem Mist. Okay, wir haben Flächenbrand, wir müssen abhauen von hier. Oh fuck, ich muss meinem Hund helfen. Komm, komm schon, weiter geht's. Sag mal, wie benutze ich denn... Verdammt nochmal, wie benutze ich denn den Angel... den Kletterhaken? Das kann doch nicht sein. Tastatur und Maus. Habe ich da jetzt irgendwie nicht richtig geschaut, oder? Boden. Springen, hocken, rutschen, interagieren. Vielleicht mit, vielleicht damit. Schweißbrenner, die Angel. Mit Z. Schießen, zielen, umsehen, werfen. Feuermodus ändern, V. Waffe verbergen, anzeigen. Karte. Inventar, Logbuch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Vielleicht mit Z. Nee, wir müssen weiter. Breitet sich hier massiv aus. Das haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Ihr seht, das hat's in sich. Die Frage ist, warum die hier hochgekommen sind. Das kann ich mir nicht erklären. Haben die da was gesucht, oder? Wir werden die natürlich jetzt... Wir werden entsprechende Vergeltungsmaßnahmen ausüben.
Das bekommen die auf jeden Fall zurück, dass die meinen Hund so angegriffen haben. Und ich habe auch relativ viel Munition. Ups. Relativ viel Munition verballert. So, der greift jetzt an. So, Hundi, komm her, komm her, komm her. Ja, ja, komm, hau ab, du schaffst es, du schaffst es. Komm! Ach, fuck doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Ah! Das darf doch nicht wahr sein. Also, es ist schon hammerhart, was hier jetzt gerade abgeht. Das Tier hat mich an... Die Kuh greift mich an, ne? Mein Hund ist tot! Wenn der jetzt tot ist, kann ich ihn nie wieder zurückholen, oder wie ist das? Also, das ist ein Battlefield, Freunde. Ich muss das jetzt mal nachgucken. Verbündete. Ah, es dauert, bis er wieder bereit ist. Ist alles halt so in Ordnung. Halb so wild. Weißt du, hier sind alle tot und es gab Geballer und da frisst das Reh ganz gemütlich. Vielleicht hätte ich jetzt wirklich ein Sturmgewehr gebraucht. Ich merke, dass dieses Gewehr mir nicht so viel hilft auf die Distanz, also... Habe ich das jetzt befreit? Oh, was haben wir denn da? Bisschen Dynamit. Komme ich da irgendwie hoch? Da kam doch jetzt gerade... Da kam doch jetzt gerade irgendeine kurze Anweisung. Ja, das ist jetzt diese klassische Eingewöhnungsphase. Ah, kann ich da hochklettern? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wie in L.A. Noir. Aber ich komme hier nicht hoch. Und die Frage ist, was das jetzt gerade für eine kurze Meldung war, die da kam. Ah, jetzt. Okay. Bekommen wir das ein bisschen? Ich habe gerade verstanden, Achtung, Boomer, so ein bisschen wie in... Oh, das ist aber auch alles ein bisschen beschissen, ne? Wenn ich da jetzt hochklettere, da oben ist irgendwas. Irgendwas wartet da oben, wahrscheinlich eine fette Belohnung. Komm schon. Ah, okay. Nee, also ich erreiche das da oben leider nicht ganz. Das ist schade. Höchstens halt von da oben. Das Problem ist, ich komme da nur hoch, wenn ich ein... Ey, das brennt ja alles komplett ab. Komm mal besser ab von hier. Das ist schade. Also ich weiß nicht, wie mein Kletterhaken funktioniert. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob das erklärt wird, weil das ist ja echt blöd. Finde geeignete Stellen der Welt und benutze um zu klettern. Naja, okay. Dann mal gucken. Alter.
Nee, offenbar kann man da nicht hochklettern. Sehr schade. Aber was mir auffällt gerade an der ganzen Konstruktion ist, wenn ich es schaffe, da ist doch noch eines, der Posten, der da drüben ist, ist noch höher. Das heißt, ich muss eigentlich nur darüber kommen, da kann ich bestimmt hoch. Und dann kann ich mich darüber schwingen. Weil ich weiß nicht, was da wartet. Wenn das so kompliziert ist, dann ist es bestimmt ein riesen Bonus, den ich bekomme, wenn ich das schaffe. Ist ja auch dann wieder Vorteilspunkte. Weil das eine Herausforderung ist. Das ist ja immer markiert mit einem Stern. Na? Mal gucken. Ah, da ist die Seilbahn. Jetzt sind wir gleich da. Ich fühle mich so unwohl, wenn der Hund nicht mit ist. Aber immerhin habe ich jetzt ein Sturmgewehr. Ich glaube, das macht gerade auf die Distanz mehr Schaden. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Was haben die da aufgezogen? Jetzt muss ich mal auf der Map schauen, wo ich jetzt mittlerweile bin. Also so weit sind wir gar nicht mehr weg von Fall's End. Aber ich will jetzt wissen, was es damit auf sich hat, Freunde. Ich kann nicht nehmen, die Blumen. Oh. Das ist ein Wachturm. Da steht einer. Da ist noch einer. Habe ich markiert. Wir könnten das fast zur Explosion bringen. Das würde auf jeden Fall einen riesen Trubel verursachen. Die Frage ist, ob wir das wollen. Ich habe ja auch Hitman Absolution gespielt, aber kein Let's Play, sondern halt privat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem auch, weil es halt, weil man das sich aussuchen konnte, wie man das macht und man das still abwickelt. Wenn ich da jetzt reingehe, ist das sehr riskant. Ich kann das machen. Das ist mit hohem Risiko verbunden, dass ich drauf gehe, weil wenn ich hier Alarm habe, dann ist vorbei. Dann ist der Tag gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Feinde da noch drin sind. Aber das ist ja auch interessant, wie die sich aufgestellt haben. Ich meine, wir reden hier von einer Sekte. Und das ist ja hier so eine Militärorganisation schon fast, ne? Also im Nahkampf habe ich definitiv, da hat mich gerade einer fast gesehen. Da irgendwo einer. Ich glaube, da ist irgendwo noch einer, den ich noch nicht markiert habe. Sein, das ist der nette Mann, der jetzt wieder zurückkommt. Das kann sein. Also ihr seht, es ist alles sehr bewacht. Also ich bin mir sicher, dass sich das lohnt, wenn ich da jetzt, wenn ich das nutze hier. Klettert er da hoch. Also ich habe jetzt gerade eine Frau gehört, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also irgendwo ist noch eine weitere feindliche Person. Ich versuche einfach mal ein bisschen zu schleichen. Wandern wir mal drumherum. Da ist sie. Und die ist ein Sniper. Ah, die hat ein Fernglas. So sieht's aus. Ja. Ein Fernglas. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir gehen da rein und töten einfach alle. Und dann hat sich das erledigt, ja. Ist einfacher gesagt als getan, wird bestimmt schwer. Oh, fuck.
ein Idiot würde sich auf Hilfe von außen verlassen. Wir wurden alle geprüft. Okay, die haben nichts mitbekommen. Sau nice. War nice. Tu mir den Gefallen und schau mal nach. Okay. Wer hat das getan? Alter Schwede, ey. Das war gerade knapp. Ich hab den... Ich hab mich gerade nicht gesehen, weil ich hinter der... Alter Schwede, das war gerade close, ey. So, ich putze die mal mit dem Maschinengewehr. So, ich glaube, das war's. Oh, ein Rucksack. Was haben wir da noch Schönes? Alter. Das ist ja eine Goldgrube. Was haben wir denn hier? Hey, ich will das nehmen. Oh, Freunde, das ist eine Goldmine hier. Was haben wir denn alles? Was? Voll? Wenn da jetzt ein Raketenwerfer liegt und ich muss mich entscheiden, was ich davon nehme... Das wäre sehr blöd. Ich guck mal nach, wie viele Punkte ich habe. 4. Ja. Das Problem ist, das ist eine der Missionen. Ich muss mal merken, wo wir jetzt sind hier, dass ich hier wieder zurückkomme im Notfall. Da bin ich okay. Klasse. Ich habe eine Menge Zeug bekommen. Oh, was haben wir denn hier? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Mr. Strickland, alles ist aufgebaut. Wenn die Sekte ihre Farm angreift, sagen sie Bescheid und ich nehme die Seilrutsche bis ganz runter zum Versteck und helfe ihnen raus. Wir müssen einander den Rücken frei halten. Benutze die Seilrutschen. Also ich würde sagen, wir machen das dann auch mal direkt. Da unten. Da liegt auch noch was. Okay, Munition, das ist alles voll. Sehr schön. Das sieht gut aus bisher. Das läuft super. Gut, gehen wir nochmal hoch. Benutzen die Seilrutsche und schwingen uns ganz schnell runter. Das war aber eine knackige Landung, ey. Oh. Ja, ist halt die Frage, ob ich jetzt die Schrotflinte mitnehme oder... Ups, oder ob ich dabei bleibe. So ein Sturmgewehr ist gar nicht mal so übel. Ich denke, ich werde das erstmal behalten. Ja. Das ist ein Adler. Oh. Ja, braucht man aber Mumm, um sowas zu veranstalten hier. Also ich hatte von Anfang an den richtigen Riecher, ja. Was das angeht. Wie bin... So, und jetzt? Ey, jetzt habe ich wirklich keinen Bock, dass ich jetzt, Wenn ich jetzt springe, dann falle ich runter. Das darf doch nicht wahr sein.
Also ich finde es ein bisschen blöd gemacht jetzt hier, weil ich habe ja den, Haken, Kletterhaken. Ich finde geeignete Stellen der Welt und benutze Linksklick, Rechtsklick zum Klettern. Ich denke mal, dass wenn da jetzt so eine Stelle ist, dann wird es einem angezeigt. So war es in Far Cry 4. Muss ich jetzt springen? Vermutlich muss ich jetzt einfach springen. Ach, okay, gut. Alles klar. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Hierhin alles wunderbar. Alter, ich komme vor mit dem Kletterpark. Ah. Okay, wir müssen jetzt weiter noch. Gottes Willen. Meine Güte, was wir uns hier alles aufbürgen. So, los geht's. Ich hätte es lieber mit einem Kletterhaken gemacht, das ist nur mal sicher. Alter, da die Cash. Na hallo. Fuck. Alter. Ein Vorteilspunkt, noch ein Vorteilspunkt, noch ein. Das hat sich gelohnt, Freunde. Sehr nice. Sehr nice. Wir stellen uns sofort eine Tasche her. Mir fehlt noch ein Punkt. Dafür das Holz da, ne? Das sind die. Gut. Okay, das ist kein Problem. Wir machen uns weiter auf den Weg nach... Nee, bevor wir da unten in den Krieg ziehen, muss ich das auf jeden Fall noch machen. Weil, wir brauchen eine zweite Waffe. Das wäre geil. Also, ich habe jetzt hier schon so oft Munition für den Raketenwerfer gesehen. Es kann sein, dass ich den irgendwann finde und kann ihn nicht aufnehmen, weil ich nur einen Waffenslot habe. Und nur mit dem Raketenwerfer rumzulaufen, wäre ein bisschen doof. Also, das ist keine Option. Deswegen ist das jetzt das höchste Gut, dass ich das jetzt erstmal gebacken bekomme. Ein Puma, hat er gesagt. Da hinten wurde anscheinend ein Mensch angegriffen. Wir laufen jetzt erstmal wieder zurück. 400 Meter entfernt. War bisher sehr actionreich. Ihr seht, es gibt sehr viel zu entdecken. Und man kann nicht einfach durchmarschieren und die Hauptmission machen. Weil man sonst baden geht, ganz einfach, ja. Das ist nicht möglich in dem Fall. Von daher muss man erstmal sich ein bisschen equippen, ein bisschen leveln, dass man auch verschiedene Features freigeschaltet bekommt. Und dann geht's weiter und dann kommt man auch gut zurecht hier in der Spielwelt. Wir haben jetzt noch 340 Meter. Und ich hole mal meinen kleinen Gefährten wieder mit dazu, den Hund. Das ist nämlich gut, weil der markiert potenzielle Feinde. So habe ich ein bisschen bessere Übersicht. Und wer Metal Gear Solid 5 kennt, von September 2015, der weiß, dass es da ähnlich ist. Daher kann man auch den D-Dog mitnehmen. Auch sehr schön gemacht. Was haben wir denn da vorne? Was ist das denn hier? Ich denke nicht, dass die hier mitten in der Pampas sind. Ah, okay, da waren wir vorhin. Ich denke mal, den haben wir nach wie vor ausgerottet. Es wäre jetzt interessant, wenn da wieder neue wären. Aber hier können wir... was haben wir denn da? Ja gut, nichts Besonderes. Die Frage ist, warum man so ein Rohr mitten in die Pampa baut. Ja, genau.
So, gut. Wir laufen jetzt mal wieder zurück, klettern hier hoch und nehmen... Was ist da oben eigentlich? Das bringt uns ja nichts. Da sehe ich jetzt auch kein Loot oder sowas. Aber schaut euch mal die Landschaft an. Leute, das sieht ja aus wie in echt, ja. Wahnsinn. Also Ubisoft, ganz fettes Lob, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist Wahnsinn. Gehen wir weiter. Man merkt halt, dass wir im Jahr 2018 sind. Es gab eine Zeit lang die Debatte, ist die Grafik in Far Cry zu schlecht, ne? Sie war mal gut, dann war sie mal ein bisschen schlechter. Das, was ich hier sehe, kann ich sagen, das überzeugt auf voller Linie. Wahnsinn. So, wir sind jetzt da. Hinten steht einer. Dem gehen wir mal hin. Also, scheint jetzt hier befriedetes Gebiet zu sein. Ist ja unser Kontaktmann. Lässt man den Akzent weg, sagen die Franzosen in 9 von 10 Fällen etwas, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Nehmen voll. Wenn Sie an etwas interessiert sind, wie kann es dann ein Interesse... Ist nicht einmal ein schöner Ford-Verschnitt hier. Hi. Komm her, Deputy. Ich weiß, wer du bist, Deputy. Und ich weiß, was du hier machst. Ich bin Special Agent Willis Huntley. Unser Häuptling lässt Eden's Gate schon eine Weile überwachen. Ich wurde von oberster Stelle geschickt, um mich darum zu kümmern. Leider sagen die präpubertären Eierköpfe in Langley, dass wir in einer Sharing Economy leben. Bevor wir dir helfen können, musst du etwas für uns tun. Es ist wie in einem guten türkischen Dampfbad. Eine Hand wäscht die andere, wenn man so will. Steig ins Auto, dann erkläre ich es dir. Wir machen die, wir müssen die machen. So, rein da. Los geht's. Der Hund, der springt hinten drauf, ich oder? Ich war im Urlaub und wollte alle Staaten in aufsteigender Reihenfolge ihres Patriotismus besuchen, als der Anruf kam. Der Anruf. Der große Mann persönlich hat mich auf eine Spezialmission geschickt. Herr im Himmel. Schon vom Erzählen kriege ich einen halben Ständer, wenn du verzeihst. Ich muss ein Band sichern, das ihn, wenn es veröffentlicht würde, schlecht dastehen ließe. Ich habe es hierher verfolgt, zu einem Mitglied aus Josephs glücklicher Familie. Er hat es hier irgendwo versteckt und da kommst du ins Spiel. Ich werde unseren Mann herauslocken. Dann kannst du ihn zu seinem Versteck verfolgen und mir dieses Band besorgen. Wenn du das für dein Land tust, dann wird dein Land dein kleines Sektenproblem für dich lösen. Wir sind da. Folge mir. Okay. Den Rest gehst du zu Fuß. Geht's los, ne? Ah, ich sehe schon da oben. Die US-Flagge auf Halbmast. Das bedeutet nichts Gutes. Darauf kann man sich immer verlassen. Alter, ein Hubschrauber. Was geht? Ich brauche Zugriff auf die Ausrüstung in diesem Turm. Beseitige diese ganzen Weltuntergangshippies für mich. Das ist kein Problem, das machen wir sofort. Oh, scheiße. Oh, fuck. Das sind eine Menge Feinde. Oh, shit. Jetzt mal schauen, wo wir sind. Da waren wir doch vorhin. Müssen jetzt hier noch mehr Kräfte. Greif den an, töte ihn. Ich habe mal einen Albino-Schneeleoparden in Kyrat gesehen und habe das wunderbare Tier sofort erlegt. So, greif mal an. Hol ihn dir, Tiger. Der läuft schon gemütlich los, ne? Erschieß diesen Hund! Okay. Also es ist eine Menge. Oh shit, da oben ist ja auch noch einer.
Ich werde wohl eventuell eine Handgranate einsetzen. Oh. Situation ist jetzt als komplett eskaliert. Spitzenjob, der Beauty. Wir sehen uns in diesem Turm. So, wir gehen da rein. Alles safe. Einen habe ich hier weggesprengt, das war der hier. Jetzt haben wir auch die Gewehrmunition wieder bekommen. Ja, das war das erste Mal, wo ich... Oh, eine Uzi. Ja, die nehmen wir doch, oder? Schön. Achtung, Genosse, das Bett ist nass. Ich wiederhole, das Bett ist nass. Das Bett ist nass. Ein Bettnässer am Start, oder was? Euer Bunker ist aufgeflogen. Ihr müsst schnell da raus. Verdammt, ich bin bei Boyds Haus. Schicke mir einen Hubschrauber, ich kümmere mich darum. Ihm nach, Deputy. Folge dem Helikopter zu Boyds Haus. Lass das Ziel einsteigen, dann gelangst du an den richtigen Ort. Vergiss nicht, so ironisch das auch klingen mag, du sollst niemanden töten. Nur überwachen. Greife das Ziel nicht an, außer du erhältst den Befehl. Da ist der Helikopter. Ja. Wenn du einen Wingsuit hast, kannst du vom Turm springen und ihm folgen. Wenn nicht, gibt es da ein ATV, das du benutzen kannst. Und jetzt los! Wo ist dein ATV? Ah. Ah ja, komm, ey. Soll ich zaubern? Ah, scheiß doch die Wand an. Ah, so, jetzt geht's los. Alter, sag mal. Okay, lass unseren Mann in den Helikopter steigen. Nicht vergessen, wir müssen noch erfahren, wo ihr das Tape versteckt. Jeder Idiot mit einem Knüppel kann jemanden kalt machen. Spionage ist es, was uns vom Tier unterscheidet. So, dann fahren wir dem mal hinterher. Alter Schwede, das ist aber auch unwegsames Gelände. Alter, ich will nicht über die Rampe fahren, ey. Unsere Zielperson war ein Hotelmitarbeiter. War ein bisschen zu neugierig bezüglich eines Gastes in einer Luxussuite. Und das hat ihn wieder eingeholt. Und zwar richtig. Ist aus Kremlland geflüchtet und hat sich in die USA geschummelt. Dann hat ihn Joseph aufgelesen und ihm eine Zuflucht geboten. Ich lasse nicht zu, dass dieser Kumbaya-Barträger dem Big Boss gefährlich wird. Also es gibt ja auch gescheite Straßen, ne? Das ist sehr interessant, weil die ganze Zeit hat man ja nur Waldwege gesehen. Der ist entkommt, ne? Okay, Deputy. Jetzt ist es doch Zeit für den Knüppel.
wahrscheinlich ein VHS-Tape. Ich bin auf dem Weg zu dir. Halt es für mich bereit. Ein VHS-Tape. Wisst ihr noch, was das ist? Sichere das Versteck. Das heißt, in anderen Worten, alle töten. Ich muss auf jeden Fall mal die Straßenseite wechseln, weil ich ja nah genug rankommen muss. Wir setzen eine Handgranate ein. Okay, wir haben jetzt ein Feuer, das habe ich ganz vergessen. Mein Hund, oh. Komm, weiter geht's. Das war Sekten-VIP eliminiert. Haben wir auch. Und der für ein Gewehr hat ein besseres. Oh. Okay, es breitet sich ziemlich schnell. Alter, wir haben hier ein Flugzeug. Also das Shadering, das ist Wahnsinn. Guckt euch das an. So, wir suchen das VHS-Tape im Bunker. Das heißt, wir gehen rein. Ah, da ist ja der Bunker. Okay. Ich habe gedacht, eigentlich in dem Haus, aber da liegt ja einer. Oh je, oh je. Aber die haben sich gut eingerichtet hier. Schön. Wenn ich jetzt realistisch bin, nehme ich jetzt die Uzi in dem Fall. Weil auf engem Raum ist ein Gewehr suboptimal, aber... Ach, guck mal, da haben wir Erfahrungspunkt. VHS-Tape haben wir gesichert. Und jetzt, oftmals ist es ja so, dass hier ziemlich gutes Zeug ist. Das bedeutet, wir craften uns jetzt gleich die zweite Tasche. Und dann... Toilette. Der hat alles hier, außer eine Dusche. Mein Beileid zur fehlenden Dusche. Gut. Wir haben soweit alles. Hier ist noch ein Zettel. Könnt ihr euch durchlesen. Und jetzt können wir auch schon wieder raus. Mehr ist hier nicht. Das ist ein relativ kleiner Bunker. Gut. Jetzt gehen wir noch in das Haus rein. Mal schauen, was hier drin auf uns wartet. Oder können wir da nicht rein? Offenbar ist das für uns nicht. Wartet mal, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Nein, Sir. Ich habe noch keine Taco Bowl in Ihrem Etablissement gegessen. Diesen Deputy sollten Sie im Auge behalten. Gut, okay, wir haben alles gesichert. Ich freue mich, vermelden zu können, dass ich das Band habe. Wie wird das? Moment. Ist das Ihr Ernst, Sir? Es hieß doch, wir haben hier kein Netz. Das finde ich jetzt. Ich bin in 12 Stunden da. Verzeih mir, ich habe jetzt ein heißeres Eisen im Feuer. Und der kleine Vollbartaufstand hier ist unter meiner Besoldungsstufe. Früher hieß es ja mal, ein Deal ist ein Deal. Aber wir leben jetzt in einem neuen Amerika. Ich weiß, du hättest gern eine Gegenleistung, aber so ist das halt. Das erinnert mich an etwas, was meine Großmutter zu sagen pflegte. Wünsch dir was in die eine Hand und scheiß dir in die andere. Mal sehen, welche zuerst voll ist.
Ach, ich vermisse sie. Wir sehen uns dann. Interessante Weisheit, ey. Aber gut, wir haben jetzt immerhin genug Vorteilspunkte, um uns eine Tasche craften zu können. Und die brauchen wir dringend. Ein Zusatzholster. Sehr schön. Wunderbar. Können wir auch hier mal die Gelegenheit nutzen. Vielleicht hat jemand eine Schrotflinte. Nein? Okay. Brüder und Schwestern. Jemand da draußen hält sich nicht an die Regeln. Jemand stiehlt von uns und nimmt sich, was dem Vater zusteht. Dieser jemand ist ein Mörder und ein Feigling. Aber Gott sieht ihn. Und Gott wird uns zu ihm führen. Wir werden ihn finden und ihn bestrafen. Denn wer ist das da hinten? Will es der Vater. Wir schleppen eine Person. Was hätte er wohl mit der armen Frau gemacht? Ich will es gar nicht wissen. Sip war immer ein beschissener Nachbar. Entweder hat er was abgefackelt oder in die Luft gejagt. Aber seit die Sekte da ist, ist er mein neuer bester Freund. Lass dir von niemandem was gefallen. Wir haben einen neuen Charakter. Interessant. Also man kann sich sogar zwei Begleiter mitnehmen unter Umständen. So, ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Wir machen uns auf den Weg nach, nach Fall's End. Wir sind fast da. Müssen halt nur in die andere Richtung. Ich kann das nicht mal hören. Die Peggys. Muss ja immer sofort an irgend so ein fettes kleines Mädchen denken, wenn ich Peggy höre, aber. Lassen wir mal beiseite. So, wir wandern los. Wir haben noch 1,2 Kilometer, also wir kommen schon. What the fuck? Die haben uns gesehen. Wir rennen einfach weiter. Ist egal. Die können uns jetzt einfach mal gestohlen bleiben. Alter, was fällt euch nicht ein? Hundi, komm mit. Wir hauen ab von hier. Das ATV war eigentlich ganz geil, ne? Also so schön klein. Man kann durch Wälder fahren. Und ich bin ja kein Freund, der den Straßen lang fährt. Weil man da, weil man es da mit den Sektenmitgliedern zu tun hat oft. Ein Bär, verdammte Scheiße. Hey! Den Bär will ich kriegen. Ich denke, das gibt eine Herausforderung. So, Schwarzbärenhaut. Gab aber keine Herausforderung. Jetzt schaue ich mal an, das Fell, ja? Und wie der weggetrieben wird. Das ist klasse. Also gut, das klingt jetzt im falschen Zusammenhang. Ich meine, das Shadowing, das ist klasse. Alter. Was machen die denn hier? Die sind hier immer in der Nähe direkt. Ich denke da jetzt einmal, wir sind jetzt mitten in der Pampa. Alles toll. Und dann tauchen die auf. So, wir überfallen mal hier die Farm. Komm mir vor, wie so ein kleiner Räuber hier. Räuber Hotzeblotz. Ach du Scheiße. Alter. What the fuck? Komm, weiter geht's. Mit dem Hund immer helfen. Das liegt daran, weil ich bin ein Hundefreund. Alter, what the fuck? Oh! Was hat der denn für eine Waffe? Feigling! Wollt er mich im Rohr töten oder was? Na gut, ich bin ja selbst einer so. Aber ich bin ja ein Unterzahl. Ich muss ja feige sein eigentlich, ne? Gut. Das sind noch mehr.
noch ein Silo? Ah ja. So, der wird das jetzt machen für uns. Was ist das denn hier? So, der wird sich drum kümmern. Scheiße, ein Adler. Zecken Außenposten. Also, wir haben jetzt das jetzt ein Sekten Außenposten. Das hatten wir noch nie, ja. Also haben wir jetzt hier einen Sonderfall. Das, wenn ihr Far Cry 4 gespielt habt, zum Beispiel, kennt ihr das. Die haben drei so Alarmknöpfe und die können wir entschärfen oder, glaube ich, auch zerstören. Und wenn wir das unentdeckt befreien, kriegen wir eine Belohnung. Okay, alles klar. Haben wir gesaved. Ich habe einfach gewartet, bis die sich hier gegenseitig haben. Okay. So, das ist jetzt höchst interessant, ja. Wir haben es hier mit einem Sektenstützpunkt zu tun. Das hatten wir bisher noch nie. Aber erstmal das Silo zerstören. Das ist hier direkt hier. Was zum Teufel? Wo ist der Hund? Scheiße. Okay, den... Der rennt weg. Wieso schießt der denn? Jetzt hat er keine Waffe. Ich glaube, der hat keine Waffe. Wir haben es hier mit einer großen Anzahl an Feinden zu tun. Und es ist auch deswegen interessant, weil das sieht auf der Map aus wie alle anderen Orte, ne? Da waren wir, glaube ich, gerade eben. Genau, da waren wir vorhin. Hier war das Silo. Und das ist so ein Ort wie jeder andere. Also es ist interessant, dass wir erst jetzt auf so einen Insektenstützpunkt stoßen. Fruits and Vegetables. Gut, wir scannen erstmal die Gegend. So, befreie den Sektenaußenposten. Das machen wir mit Vergnügen. Das bringt uns auf jeden Fall große Vorteile. Und die mit dem Flammenwerfer, die sind enorm gepanzert. Also, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Am besten wäre es ja, den Hund auf den zu hetzen oder seinen Tank zum Explodieren zu bringen. Ich sehe auch, dass die, glaube ich, hier Strom brauchen. Also, wenn wir jetzt hier was mit der Stromverbindung machen, hätten die unter Umständen keinen Strom mehr. Aber das wäre dann laut. Also... Da ist noch einer, der gepanzert. Ja, das ist der. Der ist gepanzert. Hab gesehen, was ich vorhin für Munition in den reinballern musste. Also macht es Sinn, das wirklich still zu befreien. Machen wir. Wir probieren's. Aber in der nächsten Folge von Far Cry. Wir sind ja mittlerweile bei Folge 4. Genau. Folge 4 ist es. Und. In der nächsten Folge fangen wir an, den Außenposten zu befreien. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein Like freuen. Vielen Dank für den Support. Macht's gut. Bis zu einem anderen Mal. Ciao.